So, es ändert sich ein bisschen das, die Umgebung, weil wir jetzt im Steinbruch sind. Schwarzstein, Steinbruch. Kniescheiben brauchst du nicht. Eben, was ich, wenn du infiziert bist. Wie schnell ist hier einfach Akten rumliegen? Wir brauchen so schnell wie möglich neue Diamant-Trennscheiben. Etwas mit gleichmäßigem Rand und um den sauberen Schnitt zu bekommen, den die Forschungsabteilung will. Aber dieses Schwarzsteinzeugs ist hart. Wir brauchen die Trennscheiben in einem Tempo, da kommt man mit dem Austausch gar nicht hinterher. Die Maße für die Schwarzsteinblöcke, die sie wollen, sind empörend. Für den Ärger, den sie mir verursachen, sollten diese verfluchten Brandschneisen besser wie am Schnürchen funktionieren. Verdopple besser die letzte Bestellung. Schrei mir doch nicht so ins Gesicht. Aha! Ein geheimes Loch. Oder Höhle. Kann ich einfach mich auf ein Ding draufstellen und drüber hüpfen? Achso, das ist der Weg zum Hochofen. NSC Power Plant. Super Kniescheiben. Ja, das ist der Hochofenweg. Mögen die das eigentlich nicht, wenn ich die in die Luft sprenge? Also beschwert hat sich noch keiner von denen in der Luft. Ach, da unten ist eins von diesen komischen Viechern.
Guck mal, fast als wenn ich ein Profi wäre. Wow. Das habe ich nicht erwartet. Was hast du denn erwartet? Oh, wir haben sogar einen anderen Himmel. Der Schwarzstein ist so hart. Ich kann aber hier überall Schwarzstein aus der Wand ziehen mit meinen Kräften. Da wird schon keiner dran denken, dass diese Logik. So, machen wir schon mal die Tür auf. Erinnerung an ein Rauchverbot. Wir möchten alle Mitarbeiter daran erinnern, dass es untersagt ist, im Steinbruch zu rauchen. Obwohl es sich beim Steinbruch eigentlich um ein Außengelände handelt, ist es trotzdem ein Teil der Behörde, weshalb es das Rauchverbot gilt. Es zeugt nicht nur von Rücksicht, dass sie ihre Mitarbeiter nicht in der Gefahr des Passivrauchens aussetzen. Es ist zugleich auch klug, jegliches Risiko von Gasbrand, nicht vorhergesehenen Grenzbereichreaktionen und möglichem Entstehen von gewandeten Objekten zu vermeiden. Unter keinen Umständen dürfen Zigarettenstummel im Steinbruch zurückgelassen werden. Vielen Dank. Dieser Zigarettenstummel ist ein Objekt der Macht. Dum dum dum. Er bringt dein Haar zum Qualm. Er verwandelt dich in die lebende Fackel. Während meiner wöchentlichen Sicherheitsinspektion am Steinbruchgrenzbereich fand ich die gesamte Mannschaft in einem Zustand der ... Das ganze Team war in einer Linie ... und starrte in die gleiche Richtung, die Stadt in der Ferne. Obwohl ich versuchte, mit sehr lauter Stimme ihre Aufmerksamkeit zu erregen, blieben sie mehr als x Minuten lang stehen, bis ich schließlich buchstäblich schreien musste. Danach waren sie benommen und konnten keine Begründung für ihr Verhalten liefern, noch sich an etwas Bestimmtes erinnern. Meine offizielle Empfehlung für jede Mannschaft, die in einem Grenzbereichgebiet arbeitet, ist es, entweder die Länge der Schicht zu verkürzen oder wöchentliche psychologische Pflichtevaluierungen durchzuführen oder vorzugsweise beides. Und vielleicht sollten wir eine Expedition zur Stadt anweisen. Wo ist er? Ach, da ist ein Dicker und irgendwo ist eine dämliche Sphäre. Naja, solange die Sphäre lebt, kann ich das vergessen. Und dafür habe ich doch den Snipper. Meine Güte.
Aktiviere den Sprengstoff, um das Schwarzsteinprisma auszugraben. Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo die Energiedinger hingeflogen sind. Beim Kampf haben wir die ein bisschen hin und her geschleudert. Ja, wir haben schon genug unten. Aber mir ist was aufgefallen. Na, komm. Nein. Hup, 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 hup. Na, geht doch. Gibt auch wieder viel zu viele. Von den Energieteilen. Zeit für die Sprengung. 3, 2, 1. Ja gut, dass ein perfektes Prisma dabei rausgekommen ist. Handlich für meine Tasche. Du hast mich hergeführt. Die HV, die Prisma, sie sind dir wichtig. Ich muss dieses Prisma zum Marshall bringen, bevor du es geschafft hast. HV, dann Dylan. Warum kriege ich denn jetzt lauter von den dämlichen Viechern? Achso, damit ich durch den Hochofen wahrscheinlich gehe. Vielleicht lebt der Hochofen ja inzwischen. So wie es mal zwischendurch beschrieben wurde. Hört ihr das? Der Hochofen spricht mit mir. Hunger! Toll, versteckten Ort gefunden. Alter! Toll. Hat sehr gelohnt, einen versteckten Ort zu finden. Vor allem war der voll mit diesen komischen Giftpilzen. Möchte ich jetzt nochmal zum versteckten Ort zurückgehen? Eigentlich schon. Wo ich noch gar nicht weiß,
was ich gehe. Ach so, vielleicht kann ich das Schild benutzen gegen die... Ah nee, das wäre ja irgendwie ein bisschen komisch, ne? Warum sollte der Schild mir helfen gegen die Giftpilze? Oder ist irgendwas anderes gewesen? Das war kein Standardgegner. Ich sehe vor allem nichts. Ich sehe keine Feinde. Ich sehe nur, ich werde beschossen. Töte die Fungus-Wirtskörper im Forschungssektor. Riechst du die Pflanze, den Fungus, die Wucherung? Ach, will ich jetzt... Ohne Kack, will ich da jetzt nicht versuche, nochmal hinzukommen? Oh, scheint so, als wenn die sich nicht ganz koscher sind. Dann vergesse ich das später. Wenn ich jetzt sage, da gehe ich irgendwann mal hin, gehe ich da niemals hin. Ja, klappt super, super nicht. Ja, man braucht bestimmt eine neue Fähigkeit. Oder muss halt voller AP haben oder muss sich halt durchseppen. So. Jetzt haben aber alle gesehen, dass ich da sterbe. Nächste Schnellreise. Wir fahren Fahrstuhl. Und beim Schwarzsteinbruch ist noch irgendwas mit Fragezeichen. Da oben im Norden, da war ich jetzt auch nicht drin. Und da ist nicht der geheime Weg zum Hochofen. Dr. Wolfenstein hat es nicht gesehen, wie ich gestorben bin. Er möchte es nochmal sehen. Aber ich werde es für die Aufnahme jetzt nicht nochmal machen. Guckt, wie ich getrickst habe und den Sturz abgedämpft. So, hier vorne waren noch die Typen direkt eigentlich. Und von hier aus kann man die Schnellreise besser machen. Ist total gelogen. Ich weiß nur nicht, wo ich nochmal zum Haupt... Ach so, ich kann...
kann auch zwischen den, wie heißt es, zwischen den Ebenen wechseln. Ich dachte immer, ich muss bis zum Fahrstuhl zurück. Und dann die Ebene wechseln mit dem Fahrstuhl und dann kann ich Schnellreise machen im anderen, in der anderen Umgebung. Naja. Gut, dass ich es in der Mitte des Spiels gesehen habe. Puck will, dass wir Darlings gesamte Datenanträge vom letzten Monat zusammenstellen. Ich musste einen Abstecher zum Steinbruch machen, aber ich habe reichlich. Hier. Wir starten die HRV-Produktion sofort neu. Ich habe ja versprochen, von Dylan zu erzählen, wenn sie uns geholfen haben. Das ist es. Sie weiß es. Sie weiß es. Darauf habe ich 17 Jahre gewartet. Ihr Bruder ist hier. Er war einst bekannt als Primärkandidat 6. Code P6. Wir brachten ihn nach der Sache in Ordinary hierher. Er war bereit, der zukünftige Direktor zu sein. Er hatte Talente, die weit über alle anderen Kandidaten hinausgingen. Natürlich hat er das. Wir fanden dich gemeinsam. Wir haben eine Verbindung. Bist du jetzt bei ihm? Also haben sie ihn entführt. Wir nahmen ihn auf. Ihre Eltern verschwanden mit allen anderen Erwachsenen in Ordinary. Seine Kräfte veränderten ihn langsam. Es gab Opfer. Er war ungeeignet als Direktor. Wusstest du davon? Hast du mich deshalb nicht früher hergebracht? Hast du mich von hier ferngehalten? Wo ist Dylan? Er ist im Isolationssektor, im Panoptikon. Mein Bruder. Ich dachte, wir wären uns gleich. Was, wenn wir es sind? Ich gehe. Jetzt. Das habe ich erwartet. Ich muss noch etwas sehen. Etwas, was das Zischen nicht finden darf. Es sollte nicht lange dauern, aber Sie müssen inzwischen auf die Behörde aufpassen. Sie passen inzwischen auf die Behörde auf. Und nicht vergessen, Dylan ist gefährlich. Lassen Sie ihn nicht frei, Direktorin Faden. Wie bringe ich Sie dazu, mich nicht so zu nennen? Ich bin nicht wegen Ihnen hier. Nichts hier ist einfach. Diese Leute haben meinen Bruder mitgenommen. Aber mich haben sie anstandslos akzeptiert. Sind sie meine Feinde oder meine Freunde? Ich muss Dylan sehen. Ich muss es wissen. Ich wünschte, du könntest mir sagen, was du weißt. Bleib einfach bei mir, okay? Ich kann einen Freund jetzt gut gebrauchen. Da ist Dylan. Und er hat Jesse an die Scheibe geschrieben. Mit Blut. Warum nicht? Ich glaube, es gibt noch einen Gegenstand der Macht, den wir finden müssen. Für die letzte gesperrte Fähigkeit. So, das war der letzte Persönlichkeitsmodifikator-Slot. Wo kriege ich eigentlich andere Outfits her? Ist wahrscheinlich nur so eine... Irgendwie hol dir die Super-DLC-Geschichte und dann kriegst du mehr Outfits. Bin ich eigentlich blind? Also, da ich nicht sehe, Waffenmodifikator, da steht ja zum Freischalten aufleveln. Aber wo? In der Astral-Werkstatt ist nichts drin.
will, dass wir Darlings gesamte Dateneinträge vom letzten Monat zusammenstellen. Wer sollen Darlings persönliche Protokolle? Hallo? Hallo? Dann gehen wir mal zum Isolationssektor runter. Ah, man kann mit X-Objekte fallen lassen, die man schleudern will sonst. Der Isolationssektor, das Panoptikon, beherbergt die gewandelten Objekte, die wir finden und aufbewahren. Es ist ein Hochsicherheitsgefängnis und ein Safe für die wertvollsten Schätze der Welt. Ein Pulverfass, das die Welt vernichtet. Ein Tempel, gefüllt mit Götzenbildern zorniger Götter. Es ist alles und nichts davon. Profunder, unglaublich, unergründlich. Es ist etwas Schlimmeres. Gewandelte Objekte. Wir haben viele gefunden. Sie wirken gewöhnlich, aber sind alles andere als das. Sie sind alle mächtig und gefährlich. Sie beherrschen unsere Gedanken. Das ist ihre Natur. Sie wurden gewandelt, weil wir nicht aufhören können, an sie zu denken. Wir stellen sie auf Altäre, weil sie erwarten, angebetet zu werden. Das beruhigt sie. Wir verschließen sie, aber sie lassen sich nicht gern kontrollieren. Wir studieren sie, um sie zu verstehen. Sollte dies hier je öffentlich werden, wäre ein Chaos biblischen Ausmaßes die Folge. Lauter! Der Isolationssektor, das Panoptikon, gewandelte Gegenstände, die wir finden und aufbewahren, ein Hochsicherheitsgefängnis. Geil! Alle mächtig und gefährlich. Das sind jetzt dieselben Texte, die wir gerade in dem Video gesehen haben. So teilweise. Angetriggert. Wir haben schon lange kein Bild, kein Film mehr gefunden. Das Geräusch ist beruhigend. Boah, was ein starkes Whiteboard. Auch der Kopierer ist gut. Ich glaube, es sind so fliegende Explosionspenner. Gott, von wo hole ich denn was? Durch den halben Raum geflogen. So,
Irgendwo hat es doch gerade mal kurz geblinkt. Irgendein Schrank oder irgendwas an der Seite. Da. Untersuchung paranatürliche Themen. Unterschied zwischen Objekt der Macht und gewandeltem Objekt. Obwohl gewandelte Objekte und Objekte der Macht auf den ersten Blick ähnlich aussehen, ist es wichtig, einige bedeutende Unterschiede festzuhalten. Erstens gewähren Objekte der Macht parautilitarische Fähigkeiten. Parautilitaristische Fähigkeiten. Einführung das Thema in Akte PUT 812. Zweitens unterziehen Objekte der Macht jeden, der physisch in Kontakt mit der Astralebene kommt, einer Translokation. Es wird allgemein angenommen, dass der Grund dafür die Verbindung von mit den Objekten der Macht ist. Nicht jedes Individuum ist in der Astralebene erlaubt. Was darauf hindeutet, dass evaluiert, wer herein darf oder nicht. Drittens, und das ist nicht immer der Fall, sind Objekte der Macht vielmehr paranatürlich als gewandelte Objekte. Wenn man sich die bestimmten Kriterien ansieht, die ein Objekt der Macht definieren, dann ist es ein Wunder, dass sie erheblich seltener sind als gewandelte Objekte. Tatsächlich haben wir gewandelte Objekte für jedes isolierte Objekt der Macht innerhalb der Behörde. Ja, die Bonis kriegen ja wieder. Also, das sind ja alles. Für uns sind die Objekte der Macht nur wichtig. Mein Gott. Die Objekte der Wachtel. Diese Woche müssen alle Dokumente, die plötzlich rosa, hellrot oder in einem Farbton dazwischen erscheinen, sofort verbrannt werden. Andernfalls kommt es zur Kündigung und möglicher Körperverletzung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schöner. Der Sektor wirkt auf den ersten Blick sehr aufgeräumt. Nicht so wie der Wartungssektor. Nicht so viele Fahrstühle. Auch wenn man häufig nicht sieht, finde ich es echt schön, wenn die Gegner explodieren. Was waren wohl schon alle hier? Tut mir leid, ich muss dich töten, weil du wieder auf die feindliche Seite übergehst.